So, ab in die Tiefe. Packen wir nochmal ein bisschen Stein hier und gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Ja, das nächste ist dann jetzt. Jetzt wird's kompliziert. Jetzt, weil ich jetzt in der letzten Folge dieses Thema hatte mit Bürgergeld und das kann man nicht. Das kann man nicht runtersetzen, man muss dann das andere aufsetzen. Jetzt wird's kompliziert. Wo muss man eigentlich. Also, zumindest so wie ich das mir vorstelle und interpretiere, wo müsste man meiner Meinung nach als erstes ansetzen, um dieses Problem zu lösen, dass der Mensch im Allgemeinen kein Geld mehr hat und dass es im Allgemeinen bei den Haushalten dann fehlt. Und man kommt jetzt zu dieser sogenannten Kinderarmut und denk an die Kinder. Da 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 da. Ich habe immer so ein bisschen zurückgedacht und habe überlegt, okay, wenn man jetzt das erhöht. Weil man kann ja Geld nicht herzaubern. Das heißt, wenn es irgendwo fehlt, muss man es woanders herholen. Wenn man es aber woanders herholt, dann fehlt es ja logischerweise woanders. So, also immer wenn man irgendwie irgendwo Geld herholt, fehlt es dann woanders. Ja. Das heißt, man muss dann irgendwo den Punkt finden, wo kann man denn Geld wegnehmen, wo kann denn Geld mal fehlen, wo es halt nicht weh tut. Na, klar ist natürlich, dass es im Endeffekt irgendwo fehlen wird, das ist gar keine Frage, aber dann ist es halt so, ja, wo ist es denn entbehrlich? So. Und ich denke für meinen Teil, dass es sehr wichtig wäre, vielleicht mal erst bei den Mieten anzusetzen. So. Denn das Problem ist ja, wir haben auch Schwierigkeiten mit der Wirtschaft. Dadurch, dass alles teurer geworden ist, ist ein bisschen an Kaufkraft verloren gegangen. So. Jetzt haben wir aktuell ja noch einen Fachkräftemangel, auch durchaus zum Beispiel auch in der Gastronomie und im Handel. Wenn aber die Leute nicht mehr das Geld haben, einkaufen zu gehen, irgendwo essen zu gehen oder so, und der Handel und die Gastronomie keine Einnahmen mehr haben, weil alles so teuer geworden ist und die Leute jetzt lieber eher so ein bisschen auf ihr Geld aufpassen und jeden Cent dreimal umdrehen, dann haben die irgendwann nicht mehr das Problem des Fachkräftemangels, weil die keine Fachkräfte mehr brauchen, weil, ja, na, wo keine Kunden, wo keine Gäste, da brauchen wir dann auch keine Mitarbeiter, die sich um selbige kümmern. Wie hier so diese Sonne völlig fälschlich hineinscheint, das ist immer so hübsch. Ja. Das war bald erledigt. So. Aber dann geht das, ist dann irgendwann so weit natürlich, dass wenn die nicht mehr, wenn so Gastro und Handel keine Einnahme mehr hat, weil die Leute im Moment lieber das Geld nochmal zurückhalten und nicht einkaufen gehen, so, dann können die natürlich sich irgendwann ihre Mitarbeiter nicht mehr leisten. Oder müssen im Allgemeinen irgendwie zurückstecken, so langfristig ist natürlich leider das Problem, Personalkosten sind immer der größte Kostenfaktor in einem Betrieb. So. Und das ist dann immer so der Punkt, wo gerne gespart wird. So, das heißt, da verlieren dann im Zweifelsfall Menschen ihren Job. So. Die dann auch wieder natürlich bei Bürgergeld landen und das geht dann auch alles auf die Steuergelder und die haben dann auch wiederum sehr auch wieder nicht das Geld, um irgendwo essen zu gehen, einkaufen zu gehen. Also das ist so eine ewige Spirale. Das heißt, irgendwann, irgendwo an irgendeinem Punkt muss man mal eingreifen und sagen, so, da müssen wir was machen, damit die Kaufmotivation, sage ich mal, wiedergegeben ist.
Und ja, dann müssen wir halt dann mal. Ja. Genau. Dafür sorgen, dass die Menschen wieder ein bisschen mehr Geld haben, was sie in den Wirtschaftskreislauf reinballern können. Aber wo nimmt man das jetzt her? Wie macht man das jetzt? Macht man das jetzt zum Beispiel mit Erhöhung des Mindestlohns? So, das wäre doch eine Idee, wenn die Leute einfach einen höheren Stundenlohn haben, dann verdienen sie für ihre Arbeit ein bisschen mehr. Ne, das ist ja dann auch so ganz toll für das Verhältnis zwischen dem Bürgergeld und dem eigenen Gehalt. Ne, wenn die ja wieder ein bisschen mehr verdienen, dann können die sich ein bisschen weniger aufregen. Verhältnis ist dann einfach wieder besser. So. Ja, aber das kostet natürlich den Arbeitgeber wieder Geld. So, und dann bleib jetzt einfach bei dem Gastro- und Handelsbeispiel. Alles genau da ist halt gerade so. So, nee, wenn ich das so mache, nee, ich muss ihn ja schon von da aus. Ja, genau, also ich bleibe bei dem Beispiel. Ja. Die haben natürlich dann, wenn die jetzt sowieso schon Schwierigkeiten haben, weil ihnen gerade so ein bisschen die Einnahmen fehlen, dann werden die der Mindestlohn erhöht und dann können die sich noch weniger leisten, weil das ist natürlich. Teilweise sind die dann gezwungen, wenn die noch mehr Personalkosten haben, dann Sachen wieder teurer zu machen, die dann wiederum nicht gekauft werden. Ne? Also wenn man jetzt auch mal so einfach einen Dönerladen nimmt oder so, wo jetzt der Döner sowieso schon sehr viel teurer geworden ist, teilweise kostet der dann irgendwie schon irgendwo 8 Euro oder was und dann wird nicht mehr so viel Döner hier gegessen, das ist schon kacke und dann kommen die auch noch mit einer Erhöhung des Mindestlohns und dann werden die Personalkosten hier höher. Ich weiß jetzt, inwieweit ein Dönerladen ein guter Vergleich ist, wobei ich glaube, nicht alle Dönerläden sind aber zwangsweise irgendwelche Familienunternehmen oder so. Ja, genau. Und dann stellen die fest, okay, jetzt haben sie, die Leute gehen gerade nicht, weil alles so teuer geworden ist, nicht mehr so viel Döner essen, das ist kacke. Und jetzt haben wir auch noch höhere, höhere Personalkosten, das ist ja auch komplett scheiße. Und zack, kostet der Döner dann 9 Euro. So. Und das ist genau dieses Inflationsproblem, dass sich sowas dann natürlich ewig nach oben schraubt. Und halt dann auch immer schlimmer wird. So. Und deswegen muss man eigentlich irgendwie mal gucken, wie kann man es hinkriegen, dass die Bürger wieder ein bisschen mehr Geld in den Taschen haben und dann auch wieder entsprechend ein bisschen motivierter sind, auch irgendwo einkaufen zu gehen oder auch mal Döner essen zu gehen oder so, sie einfach auch mal wieder was zu gönnen, weil sie nicht das Gefühl haben, ja, wenn ich das jetzt mache, dann fehlt es mir finanziell irgendwo anders. So. Und da muss man dann halt einfach irgendwo, sage ich mal, an Ecken rangehen, wo man dann halt sagen kann, ja, hier können wir was machen, hier können wir du bist ein blöder Wichser. Fuck you, Trader Jones. Gott, ey. Das ist dieser scheiß Pfeifton, der ist so unangenehm. Ja, und ich denke jetzt an so große Firmen wie so eine Vonovia, Vonovia, glaube ich, so heißt es. Die ja wahnsinnig viele Objekte deutschlandweit hat, überall, und auch teilweise wirklich sehr
sehr große Objekte auch betreut. Ja, also bei mir hier um die Ecke ist da zum Beispiel eine Wohnanlage, die allein schon, ich weiß nicht, wie viele Parteien hat. Über 100, also weit über 100 Parteien in dieser Wohnanlage. Und ja. Da macht man ja eigentlich dann schon mal an Miete genug Kohle an sich. Wenn wir jetzt einfach mal 100 Parteien rechnen, wo jetzt eine Partei 500 € Miete zahlt, so. Dann hast du da ja schon 50.000 € im Monat. So. Klar, das müssen die als Einnahmen natürlich versteuern, das ist richtig. Aber jetzt, und das sind ja jetzt wirklich die Einnahmen, da müssen sie irgendwelche Ausgaben haben. Man kann ja jetzt sonst auch nicht sagen, naja, aber da, sie müssen ja noch hier und da und also, was man da alles zahlen muss, wieder Abwassergebühren hast, also das legen die ja sowieso in ihren Nebenkosten alles um. So, das zahlen die ja eh nicht selber. Das legen die ja sowieso schon auf die Mieter um. Also das müsste ja gar nicht interessieren. Das heißt, alles, was sie dann noch irgendwie haben an Kosten, ist, wenn irgendwie in dem Haus mal was kaputt geht oder gut, dann, achso, selbst eine Reinigungskraft, das geht ja alles. Die packen ja sowieso alles in die Nebenkosten. Also es sind ja wirklich dann nur irgendwelche Sonderausgaben und selbst die packen sie zuweilen in die Nebenkosten, wenn dann irgendwie in so einer großen Anlage, dann ist da mal der Aufzug ständig kaputt und dann müssen sie einen neuen installieren und selbst das packen die dann gnadenlos noch mit in die Nebenkosten, die Umlagen mit rein. So, also die lassen sich sowieso gnadenlos alles bezahlen. Das heißt, sie bleiben im Gesamten nur sehr wenig auf irgendwelchen Kosten sitzen. Und selbst wenn die dann für die Betreuung, na, was heißt, selbst wenn die noch für die Betreuung dieser Anlage ein paar Leute, dafür stellen sie Hausmeister ein. Die zahlen sie auch, die packen ja sowieso alles in die Nebenkosten. So, alles, was sie an irgendwelchen Ausgaben haben für diese Wohnanlage, packen die in die Nebenkosten mit rein. Das heißt, diese 50.000, die sie da machen im Monat, die sind dann facto einfach da. Davon wird auch nicht wieder irgendwas abgezogen, weil die sind halt einfach da. So. Das heißt, sie machen in wenigen Jahren, und das ist jetzt nur so, jetzt haben die da noch weit mehr Objekte und so, also die machen mit ihren ganzen Objekten im Jahr mehrere Millionen Euro. Ohne Probleme. Und das bisschen, was die dann für ihre eigentliche Verwaltung dann noch an ja, Personalkosten haben, also wirklich Verwaltung, die man jetzt nicht auf die Mieter umlegen kann, weil das keine gebäudespezifische Verwaltung, sondern halt eine allgemeine Verwaltung ist. Wenn man sich um so viele Objekte kümmert, dann hat man da natürlich auch allein schon die Steuerberater und so Kram, die man bezahlen muss. Wenn man so viel Einnahmen hat, dann hat man natürlich auch viele Steuern zu zahlen und Kram, also das muss schon verwaltet werden, das ist klar. Da hast du in dem Bereich vielleicht, das landet ja alles irgendwie, vielleicht ist das so ein bisschen gebietsmäßig getrennt, dass ihr das so irgendwie, immer so Gebietsverwaltungen haben, wo dann die Leute sitzen und den Kram verwalten, aber bleibt ja trotzdem an sich Kohle ohne Ende übrig. Kann mir ja jetzt keiner weiß machen, dass ja, dass da am Ende
kein Geld mehr übrig bleibt. So. Diesen 50.000. Also, und das ist dann halt genauso der Punkt, wo ich mir denke, ja, da kannst du rannehmen, da kannst du sagen, gerade bei solchen. Und es tut mir leid, diese Firma, die genannte, es sind Mietheie. Es ist halt wirklich eine Firma, die gnadenlos alles ausschöpft, was nur irgendwie geht, die teilweise völlig sinnlos in irgendwelche Wohnungen, in irgendwelche kleinen Zwei-Zimmer-Wohnungen in zweites Bad einbauen, was keine Sau braucht. Für was braucht eine Zwei-Zimmer-Wohnung, zwei Bäder? Weiß niemand. Aber die bauen sie einfach ein und können dann damit wieder die Miete erhöhen, weil, genau. So ist einfach so. Und das muss endlich mal gesetzlich unterbunden werden. Da kann man massiv was machen, da kann man wirklich Kosten für die Bürger einsparen und da brauchst du so eine fette Firma nicht rumjammern. Nee, das geht nicht. Wir können uns dann aber doch unseren Kram nicht. Doch, ihr könnt es euch leisten. Ihr hockt auf der Kohle und euch geht's scheiße gut. Und ihr habt das überhaupt nicht nötig. So, Alter. So, und das ist dann ganz ehrlich. So ist. Das ärgert mich dann immer echt so ein bisschen, dass ich immer so das Gefühl habe, solche Firmen, die wirklich gnadenlos ihre Mieter ausnehmen, nur um die dicke Kohle zu machen und nicht mal, weil sie das notwendigerweise halt machen, um irgendwelche Kosten, die sie haben, zu decken, sondern einfach nur, weil es halt schön ist, nachdem der erste Geldspeicher schon voll ist, dann vielleicht die zweiten auch noch so füllen. So. Genau. Und da muss man rangehen, da muss es Gesetze geben, sowas wie den Mietdeckel und Kram und einheitliche Regelungen, dass halt egal unter welchen Umständen und wenn du noch so viel weitere Bäder einbaust oder so, halt es einen Quadratmeterpreis beim Mieten geben muss, der nicht überschritten werden darf. So. So sehe ich das. Und dann leben die Bürger im Allgemeinen günstiger und ja, dann können die sich auch wieder ein bisschen mehr leisten und dann geht auch die Kaufkraft wieder hoch, dann geht auch die Wirtschaft wieder hoch und dann funktioniert alles. Und das ist machbar, ohne dass diese riesen fetten Mietfirmen pleite gehen, weil die haben genug. Und dann muss man aber halt andersrum auch mal von der Regierung aus da ordentlich Geld in die Hand nehmen und muss halt auch mal wirklich jetzt massivst für mehr Wohnraum sorgen, damit halt auch wirklich alle irgendwo sinnvoll unterkommen und ja. Und nicht mehr wieder. Endlich muss der Staat muss mal aufhören, jede Scheiße zu privatisieren, nur um irgendwo noch mal so ein bisschen Geld zu sparen, noch so ein bisschen sparen und sich bloß für nichts mehr verantwortlich fühlen. Alles kaputt privatisieren, ob es Wohnungen sind oder die Deutsche Bahn oder die Telekom oder die, alles privatisiert, alles kaputt gespart, alles verliert, alles kacke, alles scheiße. Ich habe keine Lust mehr, es nervt mich, richtig sauer, ich bin jetzt richtig sauer. So, guck mal, wir haben ein Feld gebaut. Habe ich viel philosophiert heute wieder? Ich bin wieder so ein bisschen. Ich habe ja gesagt, ich habe Redebedarf. Ich muss wieder viel reden. Deswegen habe ich ja hier weiter. Was ist da drüber? Schnitz? Apachenpap oder was? Das ist Apachenpap. Nee, das ist das Schild vom Händler. So, aber jetzt mal Feierabend. Soll aber gut sein. Ich habe die Folgen heute alle ein bisschen überzogen. Macht aber nichts. So, da haben wir jetzt einen Ansatz. Das heißt, beim nächsten Mal können wir jetzt hier so ein bisschen Felder bauen. Ein bisschen, ja, mal unsere Festung umprobieren. Und irgendwann müssen wir mal unseren Verteidigungsturm bauen. Denn das da hinten kann auch nicht mehr ewig
gut gehen. Naja, bis dann. Schönen Tag noch, ne? Ich hab mich aus Versehen auf die Maus gelegt. Entschuldigung.